Hallo und willkommen zurück zu Pathway. Und wir sind im allerletzten Sektor, wie es aussieht. Vielleicht kommt danach noch irgendwas. Aber im Moment sind wir im Griff nach den Sternen, Sektor 2. Und da müssen wir hin. Und wir werden hier diesen doch verhältnismäßig kurzen Weg nehmen. Wir haben Verdutti noch bekommen. Irgendwo im Nichts. Einfach nur blöm Munition. Können wir auch nicht mal alles mitnehmen. Und da haben wir einen Händler. Da muss ich aber nicht hin. Wir kommen da hinten auch nochmal an den Händler vorbei. Naja. Die alte Mine hallt wieder vom Lärm der Spitzhacken. Die Kultisten der Bruderschaft scheinen hier etwas zu suchen. Während ihr euch vorsichtig näher schleicht, lässt der Lärm langsam nach. Ihr seht, wie sich die Kultisten zu einer Art Andacht zurückziehen. Ihr nutzt die Gunst des Augenblicks und schleicht tiefer durch die menschenleeren Gänge. Bald erreicht ihr eine große Höhle, in deren Mitte ihr einen wabernden Lavasee erspäht. Im Zentrum des Lavasees befindet sich eine kleine Insel, auf der eine deformierte Statue steht, vermutlich ein Heiligtum der Bruderschaft. Zu Füßen des Idols haben die Kultisten ihre Opfergaben angehäuft. Eine alte, baufällige Steinbrücke führt über die kochende Lava. Ingenieur, zur Statue gehen. Nach wenigen Schritten hört ihr ein beunruhigendes Knirschen. Die Steinbrücke fühlt sich an, als würde sie schwanken. Teile des Brückenrandes brechen unter eurem Gewicht ab und verschwinden zischend in der Lava. Vorsichtig weitergehen. Das Herz klopft euch bis zum Hals, als ihr vorsichtig Schritt für Schritt vorwärts bewegt. Die bedrohlich knarrende Brücke unter euren Füßen. Nach einigen Schritten habt ihr die baufällige Partie hinter euch gelassen. Ihr geht nun weiter in Richtung Insel. Schwer atmend und schweißgebadet erreicht ihr die Statue. Vorsichtig seht ihr euch um. Ihr seid ganz alleine in der riesigen Höhle. Dann fallen eure gierigen Blicke auf die Habseligkeiten, die die Kultisten hier gelagert haben. Mhm. Und wie bin ich jetzt wieder rausgekommen? Weil die Brücke war ja jetzt, ne? Nicht so gut. Na gut, weiter geht's. Der uralte Bau vor euch wurde übel zugerichtet. Die Statuen an seiner Front wurden willentlich zertrümmert, die Tour brutal aufgebrochen. Sollten sich die Täter noch im Tempelinneren befinden, kurz entschlossen schaut ihr nach. Kurze Zeit später habt ihr euch einige ahnungslose Kultisten herangeschlichen, die die Haupthalle des Tempels nach verborgenen Türen abklopfen. Eigentlich brauchen wir die nicht mehr. Wir könnten sogar... 13 haben wir jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder sogar da hin und wieder zurück. Also gehen wir hier hin, rasten einmal voll. Wir brauchen uns um Benzin keine Sorgen zu machen. Rasten. Jo, wir haben sicherlich so oder so noch irgendwas über Benzin bekommen. Als ihr in einigen Büschen haltet, bemerkt ihr plötzlich eine Schlange, die sich langsam auf euch zubewegt. Ihr entfernt euch vorsichtig. Die Kultisten vor euch bewegen sich schwerfällig, als würden sie an unsichtbaren Fäden hängen, gesteuert von einer rätselhaften Macht. Ihr habt daher keine Probleme, euch ungesehen an ihr befestigtes Lager heranzuschleichen. Nö. Und da haben wir einen Kampf. Die schreiend bunten Zelte sind das Erste, was ihr von dem befestigten Lager der Kultisten bemerkt. Ihr schleicht euch vorsichtig näher und beobachtet sie. Offensichtlich sind sie dabei, an diesem Ort eine Kultstätte zu errichten. Leise wollt ihr euch entfernen, als plötzlich ein Ruf erklingt. Sch
Spucker ist direkt dort. Wir haben zwei Sniper jetzt. Das sollte doch eigentlich klappen. Quatsch. Zombie 3 ist das. 62 HP. Hat aber auch nicht so eine hohe Laufweite. Also 60. Das ist ein Kultist. Naja, dann pusten wir den da auch gleich noch um. Na! Okay, der kommt aber nicht ran. So. Okay, sind alles billige. Das ist der einzige, der noch böse ist. Ja. Okay. Dann machen wir mal die Pistolendings. Shit. Na, es ist schon fies. Na, mach mal so. Na, shit. Ich wollte das eigentlich für den da oben aufsparen. Jetzt kriege ich natürlich noch eine Granate ab. Mal eine schöne Ladung Schrot ins Gesicht. So. Ach, shit. Er hat ja Schutz unter sich. Passt aber. Das sind auch die letzten beiden. Ja, meine Rüstungen sind dann wieder im Eimer. Ach, der kann sich nicht bewegen. Dann tut dein Bestes. Ja. Oh.
Und der letzte noch. Ju! Ich lerne schnell. Mehr Benzin. Die Lederjacke können wir tatsächlich auch brauchen. Level up. Ja, Lebenskraft kann sie gut gebrauchen. So, und wir haben abgetragene Lederjacke. Würde es funktionieren, wenn wir einfach darunter heilen und dann hier wieder hochgehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, sollte funktionieren. Dann ziehen wir denen jetzt die richtigen Sachen an. Das ist mittlere Rüstung. Mittlere Rüstung. Die konnte auch mittlere Rüstung. Naja. Rasten. Mhm. Das sieht gut aus. Okay, die Rüstung. Ne, die Rüstung ist nicht aufgefüllt hier. Dann gehen wir jetzt hier lang hoch. Zurückziehen. Als ihr etwas im Wüstensand glitzern seht, tretet ihr sofort auf die Bremse. Doch dann seht ihr, dass es sich um wertlosen Unrat handelt und gebt wieder Gas. Als ihr eine kurze Rast am Pistenrand einlegt, nehmt ihr ein seltsames Summen wahr, das die Luft erfüllt. Ihr beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen und folgt dem Geräusch, das zunehmend eindringlicher wird. Als ihr einen Dünenkamm hinaufsteigt, fühlt ihr euch, als würden eure Eingeweide vibrieren. Vom Dünenkamm aus erblickt ihr eine tiefe Senke im Sand, in deren Zentrum ein riesiger pechschwarzer Monolith zwischen einigen seltsamen Steinformationen steht. Das Summen scheint von dem fremdartigen Objekt auszugehen. Bald habt ihr den Fuß des Monolithen erreicht. Hier herrscht eine fast vollkommene Stille, doch die Luft fühlt sich an, als wäre sie elektrisiert. Gelände absuchen. Ihr geht das Areal ab. Das Summen setzt wieder in voller Lautstärke ein, sobald ihr euch einige Schritte von dem Monolithen entfernt. Plötzlich stößt Gorgette einen aufgeregten Schrei aus. Ihr eilt dabei und seht, wie Gorgette am Boden kniet und im Wüstensand beiseite schaufelt. Mhm. Da ist auch schon unser Benzin. Ja, da können wir nichts von brauchen im Endeffekt. Mittlere Rüstung, leichte Rüstung, leichte Rüstung. Ja, wir sollten wahrscheinlich trotzdem was verkaufen hier. Verkaufen wir mal ein paar Granaten. Mhm. Ja. Weiter geht's.
Im Schatten verfallener Ruinen lagern einige Kultisten. Sie sind in ein seltsames Ritual vertieft und haben euch daher noch nicht bemerkt. Vor euch taucht ein altes Baumwerk im Wüstensand auf. Ein verlassener Tempel. Bauwerk. Ihr untersucht das Gebäude und entdeckt einen Eingang. Vorsichtig arbeitet ihr euch durch die Gänge nach unten. Als ihr ein weitläufiges Gewölbe erreicht, ertönt plötzlich ein lauter Ruf. Ihr wurdet von einer Gruppe Kultisten entdeckt. Zombie. Und die steht daneben. Okay. Das heißt, wir laufen am besten nach links raus. Und hier müssen verdammt viele Gegner stehen. Mit dem kann ich wahrscheinlich gar nichts machen. So oder so nicht. Hier erstmal. Mit dem wahrscheinlich auch nicht. Packen wir die Sniper hier hin. Und vielleicht können die hier sofort angreifen oder auch nicht. Und du? Du schon. Ja. Vielleicht. Vielleicht sollten wir auch einfach reinlaufen. Okay. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja, da ist auch noch einer. Kultist 2. Mit 90 Hitpoints. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Da hätte ich tatsächlich nicht reinlaufen sollen. Okay, den Kultisten da unten kann ich nicht in einer Runde töten. Den hier schon. Also nehmen wir uns den vor. Ach shit, das hätte ich mit dem machen müssen. Ja. Wie weit kann der laufen? Das geht. So, und der... ist natürlich jetzt auch noch Glück. Aber passt. Gut, das heißt, ich kriege jetzt 2 Angriffe ab, davon die eine Granate. Okay. Der wäre natürlich am besten, wenn wir den getötet bekommen. Jetzt kann er zumindest nur maximal einen mit der Granate treffen. Hm.
Nutzen wir mal gerade die Gelegenheit zum Nachladen. Wir könnten dahin und dem ins Gesicht schießen. Müssten gucken, dass wir den dann eliminieren. Das sollte aber gehen. Wobei der da auch Schutz hat, 88%. Okay, dann machen wir den hier. Das sind wahrscheinlich die letzten beiden. Einer danach vielleicht noch. Könnte sein, dass hier noch einer steckt, der nicht rauskommt oder so. Mhm. Und weg mit dir. Nur sie hört auf, das waren sie wohl. Hm. Dann war da jetzt noch einer, den ich nicht töten musste. Oha! Eine alte Machete. Sehr schön. Das gefällt mir. So, ja, jetzt ist unsere Ausrüstung aber gut demoliert. Wir haben hier mittlere Rüstung, können das durch andere mittlere Rüstung ersetzen. Ja, mittlere Rüstung oder leichte Rüstung. Wird nicht besser. Leichte Rüstung. Leichte Rüstung. Ja. Wir haben 4 Benzin. 1, 2, 3, 4, 5. Wäre dann Risiko. Also gehen wir lieber voll drauf. Nicht fern von der Piste seht ihr eine alte Zisterne. Sie ist komplett ausgetrocknet. Von dieser Tempelanlage stehen nur noch die Grundmauern, umgeben von Sand und Felsen. Ihr sucht das Areal ab, doch abgesehen von einem kleinen Felsaltar entdeckt ihr nichts von Belang.
Wie in Trance kniet Viduti vor dem Altar nieder und stimmt eine fremdartige Melodie an, die Augen seltsam ausdruckslos in die Leere gerichtet. In der Luft liegt plötzlich eine seltsame Spannung und ihr merkt, wie sich euch die Nackenhaare aufstellen. Als würde er an unsichtbaren Marionettenfäden hängen, ergreift Viduti nun einen scharfkantigen Feuerstein und schneidet sich die Handflächen auf. Sein Blut tropft wie in Zeitlupe auf den Altar und plötzlich gibt der Sand im Innenhof der Tempelruine nach und offenbart einen alten Steinschacht, der senkrecht in die Tiefe führt. Viduti schlägt die Augen auf, als würde er aus einem tiefen Schlaf erwachen. Ihr holt tief Luft und überlegt, was ihr tun wollt. Eigentlich ist es ziemlich Unsinn, weiterreisen. Wir wollen ja jetzt vor allem das Ding hier durchbekommen und das hier wäre jetzt ein Faktor, der mich eventuell töten würde. Also gehen wir da weiter. Endlich seid ihr am Ziel eurer Mühen angelangt. Bedrohlich erhebt sich das Tempelgrab der Königin von Saba vor euch. Irritiert betrachtet ihr den seltsamen Bau, doch dann begreift ihr, die Grabstätte wurde in grauer Vorzeit in das massive Lavabasalt hineingemeißelt. Heute wimmelt die Grabstätte nur so von Kultisten. Ein Teil von ihnen säubert den Tempel vor vom Geröll, während andere in Gruppen patrouillieren. Ein ungesehenes Durchkommen ist hier unmöglich. Es bleibt euch nichts anderes übrig, als das Treiben der Kultisten aus sicherer Distanz zu verfolgen. Ihr kauert euch hinter einige Felsen und versucht zu verdrängen, was euch im Falle eurer Entdeckung erwartet. Da geht ein kollektiver Ruf durch die Menge. Ihr seht, wie ein unförmiges Gebilde im Grabeingang auftaucht. Einige Dutzend Kultisten haben Seile an dem Ungetüm befestigt und ziehen es langsam auf den Vorhof. Aha, ein Raumschiff? Kein Zweifel, dies muss Merkaba sein, der sagenhafte Himmelswagen König Salomons. Die Menge teilt sich nun und gibt den Blick frei auf eine Prozession Priesterinnen, die sich dem seltsamen Gebilde nähern. Fieberhaft zermartert ihr euch die Köpfe, was ihr tun könnt. Doch die Überlegenheit eurer Feinde ist schlichtweg erdrückend. Jede Form von Einschreiten wäre glatter Selbstmord. Jeweils vier Priesterinnen stellen sich an die vier Ecken des Gebildes, während eine weitere, reich geschmückte Priesterin Merkaba besteigt, um auf seinem thronartigen Sitz Platz zu nehmen. Die Priesterin ruft ihren Anhängern etwas zu, das ihr nicht versteht, worauf diese niederknien und einen demütigen Gesang anstimmen. Auf ein Signal der Priesterin machen sich ihre Gehilfinnen an den Ecken des Himmelswagens zu schaffen. Ihr seht etwas in ihren Händen blitzen, das müssen Valkyriumskristalle sein. Ein lautes Brummen kommt aus dem Gebilde, dann vibriert plötzlich der Boden unter euren Füßen. Aus dem Himmelswagen schießen grellweiße, alles verschlingende Stichflammen. Einen Augenblick später ist Merkaba in den Wolken verschwunden. Dann zerreißt ein Donnerschlag die Stille. Eine gigantische Explosion erfüllt den Himmel, als das vorzeitliche Gebilde in tausend Stücke zerrissen wird. Ihr wartet, bis sich der Rauchwand verzogen hat, nähert euch dann der versenkten Stelle, an der eben noch der rätselhafte Himmelswagen gestanden hat. Da tönt plötzlich ein feindseliges Knurren. Ihr fahrt herum. Die Flammen haben nicht alle Anhänger der Konech-Bruderschaft verschlungen. Aha. Das sind dieses Mal viele. Hohepriesterin 2. Das ist Kultist 2. Kultist 2. Infizierte. Das sind alles billige Zombies. Oh, das sieht aus wie ein Kultist. Achso, hier ist auch noch einer. Kultist 1 ist das. Am besten wäre natürlich, wenn wir den hier direkt tot bekommen würden. Die hält aber super viel aus. Da ist aber ja jetzt auch nicht viel. Wenn wir also da direkt dahin laufen könnten, wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit.
Das hier ist massiv. Probieren wir das so. Den würde ich auch sehr gerne direkt exekutieren. So. Gucken wir mal, was da geht. Das war nicht so doll. 34. Der macht zu wenig. Nein! Shit. Shit, shit, shit. Das reicht auch nicht. Ja, das war ziemlich mies. Das sind schon viele. Dauert auch ein Weilchen, bis die gezogen sind. Shit, 37 Schaden. Oh, und der tötet die. Sehr gut. Haben wir uns den Schaden jedenfalls erspart. Na, der kommt aber jetzt nicht weg. Und kann nichts gegen die beiden machen. Das ist ein bisschen uncool. Von da aus könnte die einen Doppelschuss machen. Das sieht aber sehr weit aus. Aber probieren wir es. Naja. Ja, okay, der ist jetzt auf jeden Fall tot. Was? Stand ich da? Die explodieren über noch ein Feld mehr. Das ist ja hart. Nein! Okay, der kann sich nur hier verkriechen, was er wahrscheinlich nichts nutzen wird. Hm.
Holy shit. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt schon nicht mehr, wie ich hier rauskommen soll. Die machen halt schon alle brutalst viel Schaden. Der könnte darüber und den heilen. Und dann? Werden die wieder nach einer Runde im Eimer. Das macht ja auch nicht viel Sinn. Das ist Schutz. Das hier ist leider kein Schutz. Die könnte eine Granate werfen, die würde aber auch nicht viel reißen. Der hier ist gerade das Problem. Dann könnte der aber auch. Klar, den könnte der angreifen, aber. Ich probiere das ja. Ach, der hätte auch sprinten können. Das habe ich verplant. Ja, hätte ich am Anfang besser getroffen, hätte das vielleicht auch noch funktionieren können. Aber das hier war von Anfang an eher schlecht. Oh oh. Ja, jetzt spuckt der da noch einmal drauf. Ne, der geht nach. Okay. Da habe ich Glück gehabt. Ja, gegen die Kultisten kann man wenig tun. Die sind einfach übelst stark mit ihren Granaten. So, ich habe im Grunde nur noch den Veduti. Alle anderen sind quasi im Eimer. Ich könnte mit dem noch hochlaufen und den versuchen zu töten. Ich krieg den ja auch nicht mit
Naja, irgendwie tot. Das hat auch noch nicht mal gereicht. Ja, super. Ja, die sind so nicht machbar mit einem. Das ist leider verloren, fürchte ich. Lolala. Sobald der einmal trifft, ist vorbei. Sobald die einmal werfen, ist es auch vorbei. Gegen das Werfen kann ich halt sehr wenig tun. Das nutzt mir anscheinend auch nicht viel. Ich könnte die heilen. Und dann... Dann würde die kurz leben. Ich laufe hier hin und lade nach, aber dann ist wahrscheinlich vorbei. Ja, damit ist's zu Ende gegangen. Ja, sehr schade. Das ist sehr unglücklich gelaufen, sage ich mal. Vor euren Augen verschwimmt alles. Der Thronwagen des Herrn, die Königin von Saba. Ist das alles wahr oder seid ihr einem fantastischen Fiebertraum gefolgt? Traum oder Realität, eure Reise jedenfalls endet hier. Na gut. Starte ein neues Abenteuer. Hier haben wir jetzt jedenfalls wir haben die freigeschaltet. Und wir haben irgendwas an Krams. Die beiden sind jetzt verhindert. Und die beiden auch. Ist jetzt nicht so günstig. Da müssten wir erstmal eine andere Mission machen. Oder Geld investieren. Ja, 7000 haben wir. Eigentlich können wir das auch machen. Ja, gehen wir das Ganze direkt nochmal an.
Also jetzt nicht in diesem Teil, ich mache gleich einen Schnitt. Ich werde aber mal gerade die beiden hier anheuern. Wobei der wirklich für den letzten Kampf ziemlich miserabel ist. Vielleicht ist das keine so gute Idee, aber seine Machete kann ich eventuell brauchen. Gegen die Werftypen ist tatsächlich die Sniper Rifle die beste Waffe. Vielleicht einfach mit zwei Snipern und gucken, wen ich sonst noch dazu bekomme. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier wieder die leichten Rüstungen austauschen. Naja, da hat er noch eine gute Leichte, okay. Dann hatten wir von irgendwem... Achso, ja, die sind aber jetzt nicht verwendbar. Mittlere Rüstung, leichte Rüstung, was haben wir hier noch? Mittlere, leichte... Das ist auch eine mittlere. Wir haben jetzt beide eine leichte Rüstung an. Das heißt, ich werde die hier verticken. So, die nehmen wir mit. Kriegt er. Und dann irgendwer, der noch ein... Hier, der hatte das fette Ding noch. Die das. Kann das auch weg. Und ja, dann werden wir das beim nächsten Mal nochmal angehen. Ja, ich denke, mit zwei Snipern ist es auf jeden Fall ein guter Anfang. Also ein guter Anfang gerade nicht, weil gerade am Anfang wird es super schwer werden, weil wir halt nur zwei Schuss haben. Aber für gegen diese Granatwerfer könnte das sehr hilfreich sein. Gut, naja, schauen wir dann beim nächsten Mal weiter. Bis denne.